Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir hier auf meinem Kanal. Heute könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, geht es nicht um die tolle alte DJI Phantom 1.1.1, sondern um das längst überfällige Upgrade meines alten Kamerakopters. Und zwar, ihr denkt es euch wahrscheinlich schon, heute geht es um die DJI Mavic Air 2. Jetzt habe ich eigentlich vorgehabt, ein kleines Unboxing-Video zu machen, aber da es natürlich schon genug Unboxing-Videos mittlerweile gibt, habe ich gedacht, mache ich mal ein etwas anderes Unboxing. Und ich würde sagen, guckt es euch einfach mal an. Viel Spaß dabei und bis gleich. Ja, das war jetzt mein Unboxing. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hier habe ich jetzt die Tasche, wo alles drin ist, die man auch so mitnehmen kann. Ich kann noch mal ganz kurz aufmachen. Da ist jetzt alles drin, was man eigentlich braucht für unterwegs. Einmal natürlich die Mavic Air mit Propeller. Passt genau rein. Dann natürlich die Fernsteuerung. Die Sticks, die sind ja unten drin. Und dann habe ich hier noch die Kiste. Da habe ich jetzt noch die beiden Zusatzakkus mit reingelegt und die restlichen Propeller. Falls mal einer kaputt geht, kann man die austauschen. Mehr, denke ich mal, braucht man auf dem Flugfeld oder unterwegs sowieso nicht. Das passt alles wunderbar hier rein. Die Mavic kann man auch wieder so reinstopfen. Da ist unten in der Tasche eine kleine Anformung drin, wie rum man die einsetzen muss. Ja, und ich denke mal, so hat man alles komplett dabei und kann mit der Tasche losziehen. Wir können sie jetzt noch einmal aufklappen. Ganz normal die Ärmchen einfach nach vorne drehen, die hinteren nach unten drehen und schon ist der Kopter aufgebaut. Propeller noch auseinanderklappen. Und schon kann man loslegen. Zu wissen ist noch, dass man natürlich, weil sie ja über 250 Gramm wiegt, eine Plakette haben muss. Laut DJI und anderen Videos soll man die hier hinten aufkleben. Da ist die beste Stelle, also genau über dem Knick. Da soll man die Plakette dran kleben. Und was auch noch ganz wichtig zu erwähnen wäre, das haben zwar auch schon viele andere erwähnt, aber ich mache jetzt in dem Video auch nochmal, dass man bei der Erstladung der Akkus, die nicht bei dem Fly More Combo liegt, ja ein Multilader dabei, der alle drei Akkus nacheinander auflädt. Die Akkus sollte man beim ersten Mal aber unbedingt mit dem normalen Ladekabel aufladen, weil die erstmal aktiviert werden müssen. Und das geht nur mit dem normalen Ladekabel, also nicht mit der Docking Station. Sind die einmal mit dem normalen Ladekabel geladen worden, kann man sie auch ganz normal mit der Docking Station alle drei hintereinander anstecken und zusammen hintereinander laden lassen.
Das wäre auf jeden Fall wichtig für den Erstgebrauch der Akkus. Ansonsten denke ich mal, sind die ganzen Spezifikationen schon in vielen anderen Videos erklärt worden und steht natürlich auch oft genug im Internet. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Aber ich denke mal, die hat seine Daseinsberechtigung, die Drohne. Und ja, ich bin gespannt auf die ersten Flüge. Und wenn das Video hier gut ankommt, dann werdet ihr mit Sicherheit auch noch andere Videos von mir dazu sehen. Ja, das war's dann wieder für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Schreibt gerne unten unter dem Video einen Kommentar. Und wer noch nicht hat, kann meinen Kanal gerne abonnieren. Dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, euer Hedi Chrissy.